Alle Jahre wieder zur Winterszeit stellt sich für den Autofahrer die Frage, wohin mit den Skiern und der Ausrüstung? Wer über keine Dachbox verfügt, lädt alles ins Heck seines Wagens. Welche Gefahren aber eine unsachgemäß verstaute Ladung mit sich bringt, zeigt ein Test des ADAC. Beladen wird mit den typischen Utensilien eines winterlichen Familienausflugs. Zwei Paar Skiern und die dazugehörigen Stöcke. Zwei Paar Skischuhe, ein Schlitten und kleines Gepäck für einen Tag. Da es sicher kalt ist, auch noch etwas Heißes zum Trinken. Da es im Test nur um die Beladung geht, ist der Airbag nicht aktiviert und die wertvollen Dummies sind durch Schaumstoffpuppen ersetzt. Der Crash erfolgt frontal mit 50 km/h. Kurz bevor die Ladung die Insassen erreicht, verbrüht der Inhalt der Thermoskanne beide mit heißem Getränk. Mit der 30-fachen Wucht des Eigengewichts folgen die Skier. Gepäck und Skistiefel treffen Fahrer und Beifahrer und zertrümmern die Frontscheibe. Der Schlitten wird zwar von der Rückenlehne aufgehalten, prallt aber mit einer vergleichbaren Wucht von rund 120 Kilogramm gegen den Nacken des Fahrers. Was obendrein viele nicht wissen, gefährdende Ladung wird mit bis zu 75 Euro und 3 Punkten in Flensburg geahndet. Wir hatten also die Ski nur hinten in den Kofferraum hereingelegt, ohne sie zu sichern. Das heißt also, diese beiden Paar Ski schießen nach vorne, schlagen vorne an die Windschutzscheibe. Wenn die Anprallrichtung leicht schräg ist, kein kompletter Frontalcrash wie hier, ist es durchaus möglich, dass dann auch ein Kopf des vorderen Insassen getroffen wird von einem Ski. Die Skischuhe wurden einfach auch nur in den Kofferraum hineingelegt. Selbst ein Skischuh hat hier eine durchschlagende Wirkung und das ist natürlich ein extremes Risiko für die Insassen. Im nächsten Versuch zeigt der ADAC, wie es richtig ist. Die Skier und Stöcke werden bei nur einem umgeklappten Rücksitz mit Spanngurten verzurrt. Solche Zurösen halten nach DIN eine Zugbelastung von 350 Kilogramm, die bei schweren Gegenständen schnell erreicht sind. Eine versteifende Platte verschafft zusätzliche Sicherheit. Der Schlitten dient als Korb für das Gepäck und wird ebenfalls verzurrt. Die Skistiefel lagert man möglichst tief, am besten im Fußraum zwischen den Sitzen. Und die Thermoskanne findet so ebenfalls einen sicheren Platz. Beim Crash unter gleichen Bedingungen kommt es nur zu einer leichten Vorverlagerung. Alles bleibt aber an seinem Platz. Wenn Gegenstände im Fahrzeug transportiert werden, müssen diese auf alle Fälle gesichert werden, mit Spanngurten an den Verzurösen festgemacht werden. Schwere Gegenstände sollten so tief wie möglich und so weit vorne wie möglich, das heißt also anstehend an einer Rückenlehne zum Beispiel, transportiert werden. Ski sollte man eigentlich auf dem Dach transportieren. Das heißt also, wenn möglich, raus aus dem Innenraum, rauf aufs Dach. Dort sind die Insassen dann nicht gefährdet. Ist dies nicht möglich, muss man die Skier am besten an der Bindung mit einem Spanngurt umwickeln und wirklich nach hinten abspannen, sodass sie beim Unfall nicht durchs Fahrzeug fliegen können.